Ich möchte euch heute mal demonstrieren, welchen Geschwindigkeitsvorteil man heute hat, wenn man jetzt beim Neukauf eines PCs oder Laptops darauf achtet, dass man eine sogenannte SSD-Festplatte für das Betriebssystem wählt. Ich habe mir gedacht, dass ich das in Form eines Neustarts von diesem Asus Laptop, auf dem Windows 7 installiert ist, mal demonstriere. Hier links habe ich ein Tablet mit einer Stoppuhr. Ich hoffe, man kann die Zahlen sehen. Und ich starte das jetzt mal zusammen und dann beobachten wir mal, wie lange so ein Neustart dauert. Ich denke, eine gewisse Aussagekraft dürfte das doch haben, um einzuschätzen. So, jetzt ist er schon runtergefahren, startet wieder neu, dass das schon sinnvoll ist, eine SSD-Festplatte zu haben. So, sobald es neu gestartet ist, kann ich auch schon stoppen. Wir haben also 30 Sekunden und ich muss jetzt nicht lange warten. Ich kann sofort ein Video starten, es läuft sofort alles.